Pädagogische Hochschule Oberösterreich lud am 22. Oktober zur Auftaktveranstaltung ihres Fortbildungsjahres 2015-2016 ein. Referenten waren unter anderem Existenzanalytiker Dr. Günther Funke sowie Klimatologin Dr. Helga Kromp-Kolb. Junge Menschen mit Migrationshintergrund haben oft das Potenzial, aber nicht die Möglichkeit, eine AHS oder BHS zu besuchen. Hier setzt das Programm Start Oberösterreich an. Neben einem monatlichen Bildungsbeitrag werden die Jugendlichen auch durch die gesamte Schulzeit begleitet. Am 9. November ist Tag der Erfinder. Mut zu eigenen Ideen oder Veränderungen oder einfach nur an große Erfinder und Entdecker zu gedenken. Es ist auch der Geburtstag der österreichischen Erfinderin und Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr. Sie war an der Erfindung des Frequenzsprungverfahrens beteiligt, das in der Mobilfunktechnik eine große Rolle spielt.